Hi. Es ging im letzten Video um das Thema Hallenkoller und dass es wichtig ist, dass wir ein Pferd anmachen, dass wir es wach machen. Und jetzt habe ich ein paar Fragen gekriegt. Da ist es dann ja, wie soll ich denn so ein Pferd wach machen? Wie geht das? Wo ist der Anknopf? Okay, ich erzähle da gleich was zu. Ich möchte dir aber erst nochmal erklären, warum das so wichtig ist, dass wir ein Pferd anmachen. Weil in dem Moment, wo du das Pferd einmal wirklich aktivierst, von innen nach außen, hast du eine 1:1 Verbindung mit dem wahren Wesen. Was nicht der Fall ist, wenn das Pferd so abgeschaltet ist. Dann reden wir nicht wirklich mit dem Kern, sondern dann sprechen wir von diesen verschiedenen Schichten, die da drüber sind. Weil die Pferde, die haben sich so im Laufe der Zeit, auch durch unseren Umgang, und dann sind die vielleicht durch viele Hände gegangen, die sind denaturiert. Die sind nicht mehr so pur und so rein in ihrer Reaktion. Wie jetzt, wenn man sich so ein Wildpferd anguckt, die sind total pur, die sind roh, die sind wirklich glasklar, weil die haben nicht diese Schichten, wie so Tapetenschichten. Da ist nur die nackte Wand. Und deswegen sind die auch so schön. Und ich möchte bei jedem Pferd, mit dem ich arbeite, egal ob das ein Dressurpferd ist, ein Vielseitigkeitspferd, Springpferd, Westernpferd, ganz egal, ich möchte die nackte Wand, weil nur damit können wir arbeiten. Das, was ich mache mit dem Anmachen, das kannst du dir vorstellen, das ist wie ein Reset. Das ist wie, wenn dein Handy verrückt spielt oder dein Rechner bleibt hängen. Was machst du dann? Du machst einmal komplett den Ausknopf. Das ist, und wenn es ganz blöd läuft, machst du Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Das ist das, was du bei einem Reset machst, indem du das Pferd anmachst. Einmal richtig an. Du pustest einmal richtig in die Glut und dann kommt da vielleicht eine riesen fette Flamme hoch. Aber das ist der Reset und den brauchen wir, damit wir mit dem Pferd wieder 1:1 kommunizieren können. Das ist der Hintergrund von dem Ganzen. So, und jetzt die Frage, wie mache ich das jetzt? Ich kann das natürlich jetzt hier nur eingeschränkt erklären, das ist mir schon klar. Aber du hast ja Fantasie und ich möchte einfach nur, dass du vielleicht so ein paar Gedanken hast, wie du gewisse Dinge anders machen kannst. Die sind nicht schwer, die erfordern natürlich ein bisschen Gefühl, ein bisschen Zeit, ein bisschen Timing und ein bisschen Übung. Aber ich möchte dir zumindest jetzt sagen, wie ich das immer mache. Du brauchst einen Knotenhalfter, ein gutes. Eins, was sitzt und sich nicht verschiebt, nicht zu großes, nicht zu kleines, gutes Knotenhalfter. Du brauchst einen langen Strick und von der Länge würde ich sagen zwischen 5 und 6 Meter. Länger geht auch, aber es muss mit der Halle passen. So. Und dann nimmst du kannst eine Pitsche nehmen, du kannst einen Kontaktstock nehmen und das, was ich immer nehme, die Fleck. Habt ihr schon mal gesehen, das ist hier aus Federstahl, ein bisschen biegsam und da ist dieses Ding dran. Und das ist der Wachmacher. Und damit muss ich sehr behutsam umgehen. Direkt, ja, aber auch sehr behutsam. Wenn wir damit nicht gut umgehen, dann können wir, zwei Dinge können passieren. Entweder ich mache das Pferd total gaga hiermit oder es stumpft nach ganz kurzer Zeit ab. Letzteres ist meistens der Fall. So. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe den langen Strick in der Hand und ich habe keine Schlaufen in der Hand. Ganz wichtig. Der Rest des Stricks hängt auf dem Boden. Liegt auf dem Boden. So, und jetzt nehme ich den Strick. Ich zeige die Hand nach vorne. Ich nehme die Fleck und mache einmal das. Oder zweimal. Und das Pferd wird dann mal ordentlich durchspurten. In der Regel rennen die mal ordentlich. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe eigentlich den Fluchttrieb aktiviert. Ja. Und da haben nämlich viele richtig Angst vor. Die sagen, das kannst du doch nicht machen, dann wird er doch gaga, dann hat er jetzt eine ganz blöde Idee, dann macht er das immer. Nee, macht er nicht. Ich habe ja nur dafür gesorgt, dass der ganze Druck, der da drin war, dass der endlich mal rauskam. Das ist wie eine Befreiung. Wie eine Befreiung. Und das siehst du dem Pferd dann auch an. Jetzt musst du natürlich ein Gefühl dafür kriegen, wann du das Pferd nur wieder einsammeln musst. Aber das mit der Zeit kriegst du ein Gefühl dafür. Ich lasse die also nicht 50 Runden um mich rumlaufen, sondern ich gucke mir die ganz genau an und ich frage die dann auch nach einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie wieder runterkommen. Wenn du es richtig machst, das ist einfach eine unglaublich tolle Sache. Jetzt werde ich oft gefragt, ja, wie oft muss ich das denn machen? Dieses Aktivieren, dieses Resetten, dieses Anmachen. Also es gibt Pferde, da machst du es einmal. Einmal machst du die richtig an. Und dann sind die wieder connected mit ihrem Wesen. Und das spürst du auch.
Und es gibt andere Pferde, die haben so viele Schichten drauf, da musst du es ein paar Mal öfters machen. Aber auch hier gilt, die Balance halten. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt hast du ein Pferd natürlich hiermit ordentlich aufgeschreckt. Und das ist auch so gewollt. Das ist bewusst so gewollt. Und jetzt gibt es aber welche, die werden dann so ein bisschen, die verlieren es. Die werden dann sehr elektrisch. So, und jetzt kommt dann der nächste Schritt. Jetzt musst du dafür sorgen, dass das Pferd vor der Fleck und vor dir keine Angst hat, sondern dass es damit okay ist. Dass du es aber dann jetzt nicht abstumpfst damit, sondern dass du kannst dein Pferd anmachen, du kannst es auch wieder ausmachen. Das heißt, wir haben immer hier genau diese Mitte, die wir anstreben. Und je mehr das Pferd in der Mitte ist, umso besser sind die, umso mehr Spaß machen die, umso cooler sind die, aber auch umso wacher sind die gleichzeitig. Und das ist so schön. Und manchmal müssen wir einfach von dem einen Extrem ins andere gehen, damit wir irgendwann wieder in der Mitte sind. So, das war jetzt eine ganz kurze Erklärung zum Thema Aufwecken, Aufwachen und zum Thema Reset und warum das so verdammt wichtig ist.